At 1-1, I genuinely believe we could win the game at that point. I seen players at that point play with no fear of the game. The first 20 minutes, it wasn't fear. What we tried to do in the 20 minutes, we asked the players to look out for passes, and they tried to rush these passes. We lost the ball quite a lot. And it gave Germany easy possessions, which allowed their system to become more positive than our system. So we had to adjust after 20 minutes. And from there, we settled down a bit. Second half, we played with no fear. And as I say, at 1-1, I genuinely believe we were going to win the game. No, I wasn't out of sense, but I was on to see, make sure my coaching staff didn't overstep the mark. That's what I was doing, congratulating on that. So I wasn't incensed. I think we tried our best not to speak about referees, but I'd love to see the referees' assessment of the performance. And that's all we've got to say about that. Ja, zunächst mal bin ich wirklich auch absolut zufrieden, dass wir die 3 Punkte erreicht haben. Das war meine einzige Erwartung heute an die Mannschaft, dass wir dieses Spiel gewinnen und gut in diese Qualifikation starten. War klar, dass dieses Spiel schwer werden wird, dass die Schotten nichts zu verlieren haben, dass die Schotten sehr defensiv spielen. Also er ist wieder umgeknickt. Ich glaube, das ist der gleiche Fußgelenk wie bei seiner Verletzung, die er erlitten hatte gegen Armenien. Die erste Diagnose jetzt von unserem Arzt scheint so, dass es nicht ganz so schlimm ist wie vor der WM. Also natürlich muss man jetzt erstmal irgendwie Kernspind morgen abwarten, um genau zu sagen, was passiert ist. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist wie letztes Mal.